Ein Bier. Ein Bier. Bier? Für mich ein Spezi. Was hat er denn? Nein, Freundin. Auge. Ja, na die Dame, braucht man neue Schlappen fürs Auto? Nein, ich suche einen Hula-Hoop-Reifen zum Trainieren. Du Genie. Freilich brauche ich neue Reifen. Und, haben wir was Gescheites da? Mit einem richtig guten Profil, das was zu mir passt. Ha? Tut mir leid, aber Lastwagenreifen macht der Kollege. Franz, schön schau. Sag einmal, magst du euch nicht einmal einer tanzen? Hä, wieso? Wir tanzen doch. So, ist ein bisschen spät geworden gestern. Ja, mei, wann wird in der Arm gewesen sein? So um eine halbe Dings. Ja, ja. Um eine halbe Dings. Und dann hast du unbedingt noch was essen müssen. Ja, wer halt einen Hunger gehabt haben. Mhm. Und ein gescheites Reischerler. Ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil ich heute in der Früh das Geschirr im Kühlschrank und das Wiener Würstel im Geschirrspüler gefunden hab. Ja, sonst regst du die Albe auf, wenn ich nichts aufräume. Wie es mache, ist verkehrt. Oh, grüß Gott. Wenn ich ihn triff, was hätten wir denn gern? Naja, ein kleines Lächeln war vielleicht einmal ganz nett. Steht da draußen bei der Dia Comedy Club? Nein. Na also, wir sind ein Wirtshaus und da gibt's was zum Essen und zum Trinken. Ich höre. Also, das gefällt mir für jetzt gar nicht. Die Tu. Also, na, jetzt reicht's. Hubert, steh auf mir. Kein Anstand mehr, die Leute. Entschuldigung, Fräulein. Ich bin kein Fräulein, du Hirsch, du Lauwarmer. Ich bin die nette Annette. Da steht's, nette Annette. Das charmant bayerische Wirtshaus. Oder kannst du nicht lesen, du Hanswurst? Ein Geschwerl kommt daher. Sag mal, hast du dir nicht einmal deinen Helm runter? Nein. Los noch. Das ist gescheit, ja, lass ihn auf, glaub mir's. Nächstes. So. Ja, was machst denn du da? Schau, da ich meine Bikini-Figur wieder hinkrieg. Was heißt jetzt da, aha? Das darf dir schon auch nicht schon. Wieso? Ich hab ja gar kein Bikini. Oh, leck mich am Arsch! Die schwarze Pisten hat's in sich gehabt. Wenn man nicht aufpasst, schon wie mit dem Gesicht über den Schnee gerutscht. Und die Buckelpisten erst. Ich sag's dir, zack, zack. Und bums, so hat's mir ausgekommen. Und eine mit dem Schädel in den nächsten Buckel. Und ich hab die scheiß Eisplatten erwischt. Karten weg und voll mit der Fotzen übers Eis drüber. Dir war's jetzt? Ja, die Treppen zum Scheißhaus abi. Scheiß Shisha. Voll mit der Birn gegen das Glanter. Und auf Treppenkanten. Wahnsinn. Abi. Meinst du, schön, dass du mir hilfst? Seid ihr doch einfach gründlicher miteinander, gell? So zu zweit, Freilich. Weißt du, was ich gerne einmal machen darf beim Frühjahrsputz? Ausfallen lassen! Na, ich möchte einmal rigoros alles ausschmeißen, was das ganze Jahr bloß nutzlos umeinander flackt. Ja, und warum tust du das nicht? Ach, einmal halt doch mit der Zeit dran hängt. So wird es nie was. Also, Entscheidung. Okay. Dann packen wir's.
Was ist es jetzt? Fühlt man sich doch gleich viel besser, oder? Irgendwie erleichtert. Schon lustig. Hast du noch irgendwo was Nutzloses umeinanderlegen? Ja, der Bube ist noch da. Aber der liegt drum in seinem Zimmer umeinander. Macht nix. Jetzt sind wir schon dabei. So macht Frühjahrsputz richtig Spaß.